120 Konzertbesucher waren bei einer musikalischen Veranstaltung der Denkmalstiftung der Evangelischen Kirche in Kroffdorf-Gleiberg zu Gast. Am Piano bot Handballtrainer Dr. Hans-Jürgen Gerlach sowohl einzelne Klavierstücke dar, unterstützte aber auch den Weißen Werkschor sowie die Sopranistin Sibylle Horn-Nivius. Das Programm wurde von den Veranstaltern in die Bereiche Natur und Garten, Sommer, Sonne, Azzurro Bella Italia und Folklore unterteilt. Entsprechend der Themen waren die Liedbeiträge zugeordnet. Die Zuhörer spendeten reichlich Beifall, beeindruckt vom vielschichtigen Können der Solisten und Chöre. Es war zu spüren, dass Singen und Musik bei den Aktiven des Konzerts einen hohen Stellenwert hat. Wurden doch die anspruchsvollen Musikstücke mit viel Feingefühl, Verständnis, Können und Freude interpretiert.